Servus und herzlich willkommen zum neuen Video von Böses Gucken Barbecue. Heute haben wir wieder was Geiles gemacht. Es geht um ein geiles Schwein, es geht um ein Bananen-Chutney und natürlich auch noch um eine Waffel. Keine süße, sondern eine bisschen herzhafte Waffel, nämlich wie Kräuterbutter. Was mache ich, Martin? Was war das brauchen? Und wie wird das so gemacht hin? Ganz genau, Leute. Also, habe ich vergessen. Schön, dass ihr da seid. Nichtsdestotrotz, ich zeige euch jetzt, was man macht hin. Bleibt einfach mal drin. I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in the two-seater. So. Die Zutaten für unser Bananen-Chutney lauten wie folgt. Wir haben braunen Zucker, eine Zwiebel, eine Zitrone. Die brauchen wir wahrscheinlich nur eine halbe, wenn wir nur den Saft brauchen. Bananen, Curry, Kurkuma, Ingwerpulver, ein bisschen Pfeffer und ein Whisky. Die Zutaten für unsere Waffeln sind genau diese hier. Wir brauchen da hinten Kräuterbutter, deswegen Kräuterbutterwaffel. Dann haben wir Mehl, wir brauchen ein bisschen Backpulver. Entschuldigung. Wir brauchen Butter, Joghurt und 3 Eier. Aus dem zaubern wir unseren Waffelteig. Und dann haben wir in der Mitte noch unsere 2 Stücke Secreto vom Kräuterschwein. Unser Hauptdarsteller. Und an dieser Stelle wieder einen herzlichen Dank an die Metzgerei Reichenbach, der Schwarzwälder, der uns das netterweise zur Verfügung gestellt hat. So, jetzt haben wir natürlich gerade über einen Scheiß erzählt, der Butter, da könnt ihr jetzt drüber streiten, kommt natürlich nicht in die Waffel, sondern das brauchen wir für unser Bananen-Chutney. Naja, nobody is perfect. So, jetzt rühren wir mal kurz. Bing. Jetzt rühren wir mal ganz kurz unseren Waffelteig zusammen. Da hauen wir jetzt die Zutaten rein. Wie gesagt, alles, was wir hier verarbeitet, Mengenangaben, schreibe ich euch natürlich wie gewohnt unten in die Infobox mit rein. Und so ich es dann tatsächlich irgendwann mal hinkriege, könnt ihr dann auch diese Rezepte irgendwann mal auf unserer Homepage alle runterladen. Ne? Aber schauen wir mal. So, ich labere jetzt nicht mehr so viel. Wir machen jetzt unseren Teig. Und das Ganze machen wir ein bisschen im Schnelldurchlauf. Viel Spaß! Ist erledigt. Die 4 Bananen, die haben wir jetzt mal klein geschnitten in Würfel. Genauso die Zwiebel und natürlich die Zitrone mal aufgeschnitten. Wie gesagt, da brauchen wir nachher nur den Saft von einer halben Zitrone ungefähr. So, und jetzt pass auf. Meine Frau, ist dieser Kräuterbutterwaffelteig nicht kräuterbutterig genug? Das heißt, wir nehmen jetzt noch, pass auf, guck mal her, von der Zirbe, von der Räucherzirbe, den Kräuterbutterzauber. Da tun wir jetzt noch ein bisschen was in den Teig mit rein, damit es mehr Bums kriegt. Und warum? Weil es einfach nur geil ist. Komm, schütt mal ein bisschen rein. Nicht nur ein bisschen, sondern Alter! Mehr. Hey! Naja, wenn man es macht, dann macht man es richtig. Ne? So, also, jetzt verrühren wir das Ganze. Schnippelarbeit haben wir erledigt, das heißt, wir gehen jetzt nachher mal raus in den Grill und einen Topf und gucken dann mal, was wir alles machen. Ne? So, während jetzt unsere Kohle durchglüht für unser Waffeleisen, machen wir jetzt mal unser Chutney nebenher. Der Topf ist heiß,
machen wir heute auf den Zelt Kocher vom Gasgrill. Da hauen wir jetzt die Butter rein. Oder wie sie im Sauerland sagen, ein Sauerländer Butterflöckchen. Ja, als erstes die Zwiebel. Und die Bananen hinterher. Also ich bin ja ehrlich, ich habe mein Lebtag noch nie einen Zwiebelchutney, sage ich schon, einen Bananenchutney probiert. Ich weiß gar nicht, wie das schmeckt. Wir probieren das jetzt einfach aus. So, lassen wir uns mal überraschen, ob das was kann oder auch nicht. Als nächstes den Zucker hinterher. Brauner Zucker. Jawohl. So, als nächstes jetzt hier die halbe Zitrone, also der Saft von einer halben Zitrone als Gegenpart zum Zucker. So, ein bisschen Pfeffer hinterher. Das Kurkuma dazu. Ingwer. Dieser Kraut Ingwer. Jawohl, Ingwerpulver besser gesagt. Ist kein frischer Ingwer, nur Pulver. Und noch ein bisschen Curry. Und zu guter Letzt noch ein bisschen Whisky hinterher. So, und das lassen wir jetzt mal noch ein bisschen vor sich hinköcheln. Ich denke mal so eine Dreiviertelstunde auf niedriger Hitze. Und dann gucken wir mal, was rauskommt hinterher. So, unser Waffeleisen von Petromax haben wir jetzt mal vorgeheizt, eingeölt, eingefettet. Und jetzt probieren wir mal, ob wir aus dem zähen Brocken, wo wir dahin, irgendwie Waffeln rauskriegen. Knapp eine Minute rumdrehe das Teil. Ja. Unser Bananenchutney war jetzt circa eine Stunde da drauf bei geringer Hitze. Aussehen tut es nicht schlecht und ganz ehrlich, riechen tut es auch noch geil. Auch bin ich gespannt, wie das schmeckt, ganz ehrlich jetzt. So, Deckel wieder drauf. So, jetzt kommen wir zum Endspurt. Jetzt legen wir unser Fleisch auf den Grill. Und während ich das tue, wird euch die Nicole noch ganz kurz was zu diesem Secreto erzählen. So, fahr hin und erzähle. Das Secreto vom Kräuterschwein ist ein flacher, fächerförmiger Muskel und wird nach spanischem Vorbild aus dem Bereich zwischen Rücken und Rückenspeck geschnitten. Es wird auch als geheimes Filet bezeichnet, hat eine extreme Fettmarmorierung, aber genau deswegen ist dieses Stück intensiv an Geschmack und wird butterzart. Und ich habe es jetzt wieder mal mit Absicht nicht gewürzt. Wir haben dieses pur da drauf gehauen, jetzt kriegen wir das schön an. Kerntemperatur, die sind recht dünn, Kerntemperatur, wo wir wollen, ungefähr 56 Grad, das ist zwar kein Rind, aber eine geile Sau, die baut auch nicht so viel Hitze. So, nach circa einer Minute drehen wir sie mal ein bisschen rum, damit wir
ein schönes Krümelchen drauf kriegen. Eine weitere Minute später drehen wir es rum und machen den Spaß gerade nochmal. So, und jetzt drehen wir es zum letzten Mal noch ein bisschen um die Achse. Und dann gucken wir kurz runter. Ja, das wird geil. So, Fleisch haben wir runter. Temperatur müsste passen. Jetzt schneiden wir es einfach mal auf und gucken, wie es denn innen drin so aussieht. Wie gesagt, das ist zwar ein Schwein, aber das wollen wir nicht tot machen. Lass mal gucken. Also kurz vor knapp, also es ist noch saftig. Ich würde mal sagen, wir haben den Punkt gerade noch so getroffen. Und wie auch beim Rind immer wichtig, gegen die Faser schneiden. Dann ist nachher nicht selber den Hund. Hä? Aber ich denke, das geht gut. Und jetzt machen wir noch einen Teller. Und dann... Yes, probieren! Heute probiere ich mal wieder und ich erschlage euch gerade wieder mit der Gabel. Das kann ich am besten. Heute haben wir ja die kleine Kräutersau mit Bananen-Chutney in Tomaten-Krönchen und dazu haben wir die Butterwaffeln, nee, Kräuterbutterwaffeln und jetzt tue ich einfach im Maul probieren. Wo fängst du denn? Ich habe keine Ahnung. Oh. Ich sag das, beim Chutney. Jo. Das klebt. Tapete gleich da. Erst probiere. Kann man essen. Na, was schmeckt's denn? Nach Banane, Zucker, ein leichter Hauch an Whisky, Zwiebel. Lecker. Keine Ahnung. Komplett quasi. Komplett. Würdest du empfehlen zum Nachmachen oder eher nicht? Macht's nach. Das war eine Ansage auf jeden Fall. Ja. Also wenn sie das ist, ganz ehrlich Leute, da muss ich sagen, dann kann man es wirklich essen, weil die ist nicht wirklich alles. Deswegen bin ich meistens der, der probieren muss. So, was so. Haben wir jetzt da? Kräuterschweinchen. Mit Absicht nicht gewürzt, weil wir das Aroma haben wollten von diesem Schwein. Ohne Verfälschung und irgendwas. Was sagt denn da dazu? Butterweich. Lecker. Kann man machen. Kann man machen. Also, kann man machen. Kauft ein. Kauft ein oder lasst euch schicken oder spenden. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir hier noch unsere Kräuterbutterwaffel aus dem Petromax Waffeleisen. Hau mal rein. Zack, das war zu schnell. Die Zirpe schmeckt mal raus. Macht's da. So, Fazit von dem ganzen Gedönse hier. Was wir da so, guck mal hier. Schön. Bananen-Chutney. Die tolle Kräutersau. Also es ist eigentlich eher ein Schwein. Na? Und... Kräuterbutterwaffel. Sag mal tschüss. Tschüss. Ja. Man sieht es in meinem Gesicht. Ein gelungenes Ganzes. Und es bleibt mir wie immer nichts anderes übrig, wie euch das, was ich immer erzähle, an den Kopf zu knallen. Und zwar, wenn euch, ihr wisst schon, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt einen netten Kommentar rein. Natürlich ein Abo dazu. Tut's endlich mal, weil irgendwie fehlt da was. Besucht uns auf Facebook, Instagram, auf unserer Homepage. Verlinke ich alles unten drin in der Infobox. Genau wie die Zutaten, die wir heute so verbaut haben. Mit Mengenangaben.
ihr wisst Bescheid. Wir sind raus, Nicole, Olli, böses Gucken Barbecue. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr stay tuned und bleibt bei uns. Bis zum nächsten Mal. Servus und ciao. Macht's gut. So, und die Nicole ist immer noch am Muffeln. Ich bin schon am Nachtisch, weil was man im Essen verarbeitet, kann man ja auch trinken. Das heißt, ich habe jetzt hier noch einen Schluck vom Glenmorangie, The Original. Das ist ein richtiger Frauenwhisky, nehme ich den einfach mal so. Der ist richtig mild und nicht so herb. Ich stehe hier auf die rauchig-torfigen. Aber der, den wir da in unser Bananenschutney rein haben, das war eben dieser hier. Und in dem Fall, ich wünsche euch noch was. Stößchen. Bis zum nächsten Mal. Prost. Und wie heißt richtig? Slanja. Braver Bub. Ich weiß. Ciao und bye. What?